Zahlreiche Gratulanten und Festgäste fanden sich am 9. Juni 2016 in der Erlachmühle Monte ein. Darunter auch Finanzminister Dr. Hans-Jörg Schelling und Landeshauptmann Dr. Josef Püringer, denn der Anlass ist wahrlich nicht alltäglich. Die Erlachmühle feierte ihr 600-jähriges Bestandsjubiläum. Hausherr August Wienerreuther sprach über Vergangenheit und Zukunft der Mühle. Finanzminister Dr. Hans-Jörg Schelling würdigte die nachhaltige Arbeit der Familie Wienerreuther und auch Landeshauptmann Püringer hob die Besonderheit dieses Jubiläums hervor. Ich gratuliere euch zu diesem Geburtstag. Es ist schon was Besonderes, wenn man sagen kann, 600 Jahre. Zu den Laudatoren gesellten sich auch Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig und der Bürgermeister von Mondsee-Tiefgraben Karl Feuerhuber. Pfarrer Ernst Wageneder segnete das Haus und Schauspielerlegende Karl Merkatz eröffnete nach einigen Anekdoten aus seinem reichhaltigen Leben auf originelle Art das Buffet. Am darauffolgenden Tag der offenen Tür kamen viele Interessierte aus nah und fern, um einen Einblick in die Kunst des Brotbackens zu erlangen und mitzufeiern. So, liebe Zuschauer von MLTV, heute ganz was Besonderes, 600 Jahre Erlachmühle Mondsee, ein Grund zum Feiern. August Wienerreuther, ein bisschen was über die Geschichte, wie hat alles begonnen? Ja, Erlachmühle ist urkundlich erwähnt 1416 und seit 120 Jahren gut ist in unserer Familie. Also seit 4 Generationen in Familienbesitz. Was ist das Besondere eigentlich an eurem Holzofenbrot? Dass es so viele Fans und so viele Kunden hat, die einfach glücklich sind und zufrieden, wenn sie das gute Brot essen können. Ja, das Besondere ist an sich, dass es überhaupt keine Zusatzstoffe enthält und auch keine Hefe nicht. An sich besteht das Brot ja nur aus Wasser, Mehl und Salz. Also man kann so ein Reinheitsgebot der Bäcker sozusagen. So kann man sagen an sich, ja. Was natürlich auch sehr viel ausmacht, ist der Holzofen, der direkt beheizte für die Qualität des Brotes. Und da haben wir ja einen modernen Stand der Technik mit den Holzofen und sparen auch dadurch 440 Tonnen CO2 ein mit dem neuen Heizsystem. Ja, in diesem Sinne, August Wienerreuther, alles Gute für die nächsten 600 Jahre. Und meine Damen und Herren, liebe Zuschauer von MLTV, die Erlachmühle ist geöffnet. Die Außenstation Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ab 14 Uhr. Und auch Führungen sind möglich durch die Backstube mit dem Chef persönlich. Bitte gegen Voranmeldung. Ja, und mit einigen Impressionen verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald in der Erlachmühle. Ist asphaltiert, wo ist am liebsten motorisiert, feiern.